Und hallo liebe Leute, sind wir zurück bei Infinite Warfare. Sind wir letztes Mal stehen geblieben? Wir sind zurückgekommen von der. Also, wir haben uns die Mission da angesehen, die unsere paar Leute sind einfach gnadenvoll vom Kit Harington umgebracht worden. Und jetzt gehen wir hier irgendwo auf eine Party. Schöne Grafik. Wir spielen Lieutenant Reyes. Auf der Liste will man nicht stehen. Friede den Gefallenen. Na schön. Salt. Willkommen zur Flottenwoche! Da ist sie, die Retribution. Home sweet home. Du warst nur einen Tag hier unten, Salt. Ich bevorzuge die schwarze Weite. Geht mir auch so. Reigns hat was von einem E3N erzählt. Schon mal gehört? Negativ. Rainman hat eine Menge Tricks in seinem Vier-Sterne-Ärmel. Er fliegt mit uns zur Feier. Pass auf, dass du ihn nicht so nennst. Würde ich niemals. Wir müssen durch. Hier entlang, Lieutenants. Der Dienst hat seine Vorzüge. Unser Flugzeug wartet. Dann gehen wir mal. Die Menge liebt diesen Scheiß. Ist alles PR, Reyes. Das ist Propaganda, Salt. Wir haben vier Männer verloren und schmeißen eine Party. Wir können nichts tun. Schieben wir es nicht weiter vor uns her. Du gibst mir Befehle? Wir haben den gleichen Rang. Schade. Wunderschön. Lieutenant Reyes. Ethan. Was zur Hölle ist das? Das wäre dann wohl E3N. Jawohl, Sir. Petty Officer First Class, E3N, erweiterter taktischer Humanoid 3.0. Leicht zu merken. Ja, ich weiß. Nennen Sie mich Ethan. Deine Befehle? Ich bin Captain Alder auf der Retribution zugeteilt. Programmiert für den Kampf? Voll und ganz, Ma'am. Geborener Killer. Du siehst aus, als hättest du ganz schön was drauf. Ach, Sie machen mich ja ganz verlegen, Sir. Zur Seite, Ethan. Die Seite Bock kann noch klettern. Willkommen an Bord, Admiral. Nun, da wir uns jetzt alle kennen, können wir starten. Er ist jetzt schon mein Lieblingscharakter, ohne Spaß, Ethan. Sieht echt cool aus. Wir haben das Ethan-Projekt gut geheim gehalten, Admiral. Alder wusste davon. Das neueste Modell. Recht beeindruckend. Wir stellen ihn heute feierlich vor. Ich habe etwas Lampenfieber, Sir. Du hast Gefühle, Ethan? Hab ich, Lieutenant. Hab ich. In mir steckt das Gehirn eines Farmers. Heilige Scheiße. Im Ernst? Nein, Ma'am, natürlich nicht. Erwischt, Lieutenant. Quatsch. Die Artis-Geschütze machen heute Überstunden. Was, Admiral? Jede Menge Luftverkehr. Immer wachsam, Lieutenant. Bist du vertraut mit dem Luftabfangsystem, Ethan? Der eiserne Schild der Erde. Viel Feuerkraft. Vengeance hier, Raven 6. Sind im Landeanflug. Verstanden, 6. Die Vengeance erwartet ihre Ankunft. Admiral, Sir. Was ist denn, Ethan? Die Artis-Geschütze. Sie visieren unsere Flotte an. Was? Was? Okay. Hä? Ah, sieht nicht gut aus. Ach, du heilige Scheiße. What the fuck? Mir geht's gut. Die feuern auf Zivilisten. Was? Alter Vater. Scheiße. Hier,
Alter Vater, was soll die Scheiße, ey? Verpisst euch, Wichser! Oh nein, 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 nein! Ich brauche Waffen, ich brauche eine verfickte Waffe, ey! Mit der Pistole, was willst du mit der Pistole machen? Kann ich hier vorrücken? Ich komme überhaupt nicht nach vorne. Was soll die Scheiße? Ich brauche eine Waffe. Und schon besser. Und du bist mir auch noch eine Waffe und da geht das Ganze hier. Angehender Waffensammler. Habe ich auch Nades oder irgend sowas? Ich habe gar nichts. Zwei leere Slots sehe ich gerade. Feindliche Soldaten! Mhm. Lass unser Dorf in Ruhe, ihr Wichser. Verpiss dich, Mann. Alter Vater, ey. Wo sind die alle? Immer Ethan nach. Er ist mein Mann. Lassen Sie die Jäger, Lieutenant. Alles Gas, hier 1-1. Hören Sie mich. Die Verbindung ist tot. Alter Vater. Die SDF bricht zum Turm durch. Sie setzen Truppen ab. Wir müssen Artis wieder unter Kontrolle bringen. Das hat Priorität. Die Waffen bringen's nicht. Wir brauchen Personenabwehrwaffen. Klar. Durch. Hier! Ich hab Granaten vom Transporter. Gut gemacht. Sehr schön. Warte mal, Augenblick. Ist das Gegner? Ja. Alter, verpisst euch! Was ist mit euch verkehrt, Jungs? Das gehört euch nicht. Wo? Bastard, ey. Verpiss dich, Mann. Nate, gar nicht gut. Und du Oh, sorry, Ethan. Ja, ich tue es eh nicht. Keine Sorge. Ich hasse das. Ich hasse es. Nein, nein! Warum? Warum müssen hier überall diese blöden Nates durch die Gegend fliegen? Das nervt. Wirklich? Alter, Spaß, verpisst euch von hier, Wichser. Überall sind Zivilisten. Vorsichtig schießen. Es zielt auf Zivilisten. Unglaublich. Auf den Schützen. Sterb. Sie bekommen Verstärkung. Macht sie fertig. Was? Ah. No. Nein. Stirb. Nein. Oh. Wo kommen immer diese blöden Granaten her? Was? Wo? Ich glaube, der ist tot.
Hier ist ja nicht so, als ob ihr auch mal schießen könnt. Muss ja nicht alles ich machen. Ohne Spaß, ich habe gar keine Munition mehr. Ja, mit der Kammer. Oh Gott. Da schreien schon alle. Ich weiß es nicht, Ethan. Unsere Artis-Geschütze feuern noch auf die Flotte. Endurance ist getroffen. Vorsicht! Was? Nee. Jo. Das ist ein Boot. Nee. Nope, ihr bleibt hier. Oh, nein, warte. Fuck! Hurenkinder! Boah, wir machen Schaden. Ey, ich bleib in Deckung. Ist klar. Wieso? Darf ich fragen, warum ich eigentlich keine Boostjumps machen kann? Du gar nichts hier. Entdeckung! Wie spät die einfach explodieren erst. Ich mag die Waffe. Ich sehe fast keine Gegner, sind da oben. War das alle? Nope, da ganz oben ist erstens noch einer, glaube ich. Und da hinten. Ach, weißt du was? Machen Sie auf die gute alte Art. Das hier. Haben wir Sprengfallen. Das ist doch mal cool. Sackgasse, Ethan. Ich bringe uns über die Mauer, Sir. Hier lang, Lieutenant. Danke, Ethan. Das ist die Nova. Das gibt's ja nicht. Scheiße. Was ist das? Oh, no. Gruppieren, zusammenbleiben. Alter. Zivilisten, voraus! Nicht schießen! Alles okay, Sir? Bringen Sie sich in Sicherheit! Ich mag Ethan jetzt schon. Runter von der Straße! Nach drinnen! Links die Treppe hoch! Hört ihr das? Da kommt was! Ist das? Was? Verpiss dich! Oh. Alter! Hey, meine Fresse! Was soll denn das? Wir kommen näher. Mehrere C6 kommen. Unter Beschuss nehmen.
Anus-Turm. Natürlich, immer wieder gerne. Beziehungsweise hier mal eine tolle Waffe. Ich glaube, das nennt sich. Jupp, die gefällt mir. Scheiße, verdammte Roboter. Ich hasse Roboter in Call of Duty, die waren noch nie gut. Ist das ein LMG? Sieht so aus. Was haben wir denn hier? Suche. Die kann ich gebrauchen. Such, Spinny. Ist das einer? Nee, da ist einer. Drecksviecher, ey. Bräuchte hier noch mal. Gut. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Wo? Vorsicht, Granate! Gib mir Deckung! Ihr verkackten Schwanzlutscher! Salt. Geht's. Oh Gott, was ist da los? Nein, lass Salt in Ruhe. Nein. Bus! Splittergranate. Versucht schon seit Jahren alles zu übernehmen, Nathan. Sie wussten, dass unsere ganze Flotte hier ist. Ray, ist die Tür offen. Oh Gott, Zivilisten. Maul halten. Und lass die Zivilisten in Ruhe. Fuck! Was war das eben? Oh fuck, ich glaube, ich habe unabsichtlich eine Granate ge. Okay, so viel. Okay, ich rette dich, keine Sorge. Lass den Zivilisten in Ruhe. Nein. Nope. Einfach nur. Yes. Ich hab schon. Ich werf schon nichts auf euch, Jungs. Keine Sorge. Wir safen das hier. Alles Klärchen. So. Ja, das wird helfen, Ethan. Das wird helfen. Was ist das? Hackmodul. Kann die Botsicht übernehmen. Okay, bin drin. Alles klar. Alles klar.
Ah, das ist witzig. Ein gutes Stück Technik. Mal einmal zur Sicherheit noch ein paar Mal drauf schießen. Luftschiff soll beim Turm das Feuer ablenken und den Boden sichern. Verstanden, Sir. Schon unterwegs. Ich helf dir. Sattelgruppen! Blau, blau! Verbündete, Feuer einstellen! Lieutenant Reyes, Ihre Jackals sollen Feuerunterstützung geben. Bestätigt, Sir. Sanitäter! Retribution, hier 1-1. Retribution, hört 1-1. Gator, brauche Scar 3 zur Abregelung in der Luft. Feuerbefehl abwarten.